So, und jetzt geht's hier nur noch geradeaus. Das Geile ist, bei dem Rennen kein Verkehr, kein Stress. Siehst du, kaum hast du keinen Verkehr, kannst du hier auch fahren. So, alle abgehängt, Freunde. Über 430 auf dem Buckel hier. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 3, Folge 82. Wir haben letztes Mal stehen geblieben. Hier geht's auch direkt weiter. Wir machen die allerletzten Aufgaben. Aber wirklich die allerletzten. Wir haben hier noch ein bisschen was da. Wir wollen gar nicht mal so lange rumschnacken. Wir machen es direkt. Ich will eigentlich mit dieser Folge das Let's Play beenden. Ich hoffe, wir schaffen es. Ansonsten müssen wir das Ganze auf noch eine Folge verlängern. Weil die Goliath-Strecke dauert ja 10 Minuten. Die würde ich dann aber hinten dran. Also würde ich länger machen, die Folge dann. Okay, so viele sind ja gar nicht mehr, nur 2 Sterne, ein bisschen schwächlich, ne? Also. Kreisverkehr, die dritte Ausfahrt. Oh. Lol. Natürlich ist der wieder so ein. Es ist wieder so ein Sprung. Oh, ich hab scheiß Kohldampf, aber ich mach mir erst was zu essen, wenn ich hier diese Scheiße jetzt fertig habe. Ohne Scheiß. Sie haben ihr Ziel erreicht. Danke, dass man jetzt noch so viel sieht. 3 Sterne, nice. Da sage ich nicht nee. Okay, hier haben wir jetzt alles, hier haben wir alles. Dann sind das hier die 3. Und da noch eine Löffelliste. Und dann müssen wir das suchen. Dann sehe ich eigentlich nichts mehr. Dann sehe ich eigentlich nichts mehr. Dann machen wir noch eine Löffelliste und dann Goliath und dann war's das. Wow, wenn ich mehr als 3 Sterne verleihen könnte, würde ich es dafür garantiert tun, Boss. Sie haben ihr Ziel erreicht. Okay. Nehmen wir gerne. Ja, komm, jetzt haben wir die Punktzahl. 1 Stern. Egal. P-Tafel nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Nach hinne. So. Okay. Denn hier Wasser, verdammt nochmal. Und warum muss es jetzt so dunkel sein? Hier ist hier überall Wasser. Wo willst du denn hier Anschwung holen? Mann, ich geht mir so auf den Sack, dass es jetzt so scheiße ist. Wir könnten es hier probieren, so. Erst auf eine andere Karre. Oh ne, wir haben es geschafft. Nice. 1 Stern, das war's. Nice. Gut. Muss es jetzt Nacht sein?
Fast 400 müssen eigentlich 3 Sterne sein. Boss, dafür vergebe ich 3 Sterne. Von 3. Okay. Ja, das hier ist das letzte, Freunde. Die letzte Löffelliste. Keine Sorge. Und es ist eine schwere. Wir haben noch 5 Minuten für die. Und dann Goliath. Und dann sind wir sogar perfekt in der Zeit. Wir können das jetzt verwenden. Driften Sie! Bei schwer sind 30.000 wohl viel. Bedeutet, wir werden nicht so viel Gelegenheit zum Driften haben da. Und dieses Auto ist auch noch scheiße zugleich. Digga, 30.000 niemals. Ey, das ist wieder so eine Scheißaufgabe, Alter. Warum tust du mir sowas jetzt hier an? Ohne Scheiß. Da hab ich doch keinen Spaß. Brauchen wir da die ganze Folge für diese Scheißaufgabe? Und dann. Wir machen das jetzt so. Das ist jetzt die letzte Folge. Ich sag das jetzt hier. Das hier ist die letzte verschissene Folge Forza Horizon 3. Zweiten Gang. Ja, machen wir es im dritten. Ja. Nichts riskieren jetzt. Ganz gechillt. Ja. Alles da abgeschlossen. So. Ich sehe jetzt keinen Stunt mehr. Sehe keinen Stunt mehr, Freunde, den wir noch nicht gemacht haben. Wir haben alle gemacht. Ne? Jo. Freunde, ich entdecke nichts mehr. Wenn ich jetzt was übersehen habe, tut mir das leid, aber ich sehe nichts mehr.
Ich habe irgendwo ein EP-Schild gesehen. Okay, Freunde, jetzt fahren wir Goliath. Bei Tag mit dem Auto hier. Und dann war's das. Die Goliath-Strecke zum Abschluss. Mein Ziel, eine Rundenzeit unter 10 Minuten. Das ist eigentlich recht okay. Goliath ist auch die Strecke, die ich kann. Nee, Freunde. Wir machen das jetzt richtig nochmal. Fähigkeiten. Verdienen Sie doppelten Credits. Sie sind der Boss. Starten Sie ganz vorne. Bei der nächsten Meisterschaft bringt es uns nichts. Verdienen Sie dreifachen EP für die nächsten drei Kampagnenrennen. Ja gut, Kampagne ist jetzt natürlich ein bisschen, ne, aber gut. Goliath-Strecke. Hypercars. Eine Runde. Mit dem Centenario, Freunde. Bei Tag. Freunde, das letzte Rennen dieses Let's Plays ist die Goliath-Rundstrecke. Fast alle haben X999, Königsegg One, Porsche 918, der Veneno, den Hennessy, den Königsegg. Alles da, Freunde. Wir nehmen den Centenario und wir starten das Rennen. Ziel unter 10 Minuten als Rundenzeit. Mal sehen, ob ich die Strecke noch drauf habe. Ich bin die Strecke ja zig hundertmal gefahren. Also wirklich hundertmal. Ja. Ich versuche jetzt einmal eine richtig geile Runde zu fahren. Wir haben ja auch nur eine Runde diesmal. So, mal sehen. Hätte man wesentlich besser durchfahren können. Den Punkt haben wir natürlich nicht bekommen. Die Goliath-Rundstrecke ist einfach eine Highspeed-Strecke. Wenn du das richtige Auto hast, kannst du halt richtig Gas geben. Wie man sehen kann. So, man sieht, ich kenne die Strecke auch schon in- und auswendig so. Also, ich bin die Strecke so oft gefahren. In der Strecke bin ich der Master. So. Das ist ein typischer Fehler von mir, den ich damals mal gemacht habe. Jetzt bin ich abgelenkt. So, unter 10 Minuten, Freunde, ist das Ziel. Ist eigentlich recht einfach, mit dieser Karre hier zu schaffen. Mal ein bisschen aufpassen mit dem Sprung. Und hier ist auch komplett Highspeed, also komplett Fullspeed hier, Vollgas. Ja, nicht ganz. So hier, aber jetzt Vollgas, über 400. Oh Mann.
So, und jetzt hier komplett Highspeed gerade. Und hier erreichen wir auch Topspeed des Wagens. Irgendwas mit 444, 445, so in dem Dreh. Viel schneller kann man in dem Game auch kaum fahren. So, und jetzt geht es hier nur noch geradeaus. Das Geile ist, bei dem Rennen kein Verkehr, kein Stress. Siehst du, kaum hast du keinen Verkehr, kannst du hier auch fahren. So, alle abgehängt, Freunde. Über 430 auf dem Buckel hier. Oh, 433, echt? Ich dachte, der könnte schneller fahren. Naja, wir haben noch ein bisschen was vor uns, Freunde. Das Rennen ist ja noch lang. So, und damit geht ein langes und auch ganz geiles Let's Play zu Ende. Also gerade Hot Wheels hat mir am Ende nochmal richtig viel Spaß gemacht, muss man schon sagen. Das freut mich sehr. Ja, das Spiel war geil. Ich habe es halt zu lange nicht mehr gespielt und jetzt muss das Let's Play halt schleunigst durchgemacht werden. Deswegen bin ich jetzt gerade so in Eile, so war aber... Das Spiel ist geil, ja, also wirklich geil. Meine. Man kann sie wirklich nicht beschweren. Das Spiel war zwar sauteuer, so wie man es von Microsoft-Titeln leider kennt. Ja. So. Wahnsinn. So, jetzt kommt gleich wieder der zweite Highspeed-Part hier. Diese Dinger, die nehme ich fast immer mit. Diese Kurve ist irgendwie so ein Fluch. So, hier geht es auch wieder fast auf Highspeed hoch. Durch die Stadt durch. So, und jetzt kommt hier der dritte Highspeed-Part. Und dann der vierte und dann... Ja, wobei, es gibt ja viel mehr. So, aber hier... Also man ist auf dieser Geraden gut unterwegs, wenn man weit über 400 km/h erreicht. Dann kann man auch mit einer guten Rundenzeit eigentlich rechnen. Wie man sieht, sind wir... Weit über den 410. Ja. Hätte man sogar noch ein bisschen später bremsen können. Die Gegner auf unschlagbar, Freunde. Massenweise vernichtet. Ja. Mach das mal nach. Da hinten ist erst der zweite und das mit großem Abstand. Ja. Krass, oder?
Also bei dem Rennen kacken die irgendwie komplett rein. Durch dieses Rennen bin ich übrigens so ein hohes Level, ja. Ich bin dieses Rennen immer und immer wieder gefahren, dann irgendwie 10, 20 Runden am Stück dann. Und dann ist man immer so 30, 40 Level aufgestiegen damals noch. Ja. So, es sieht doch sehr gut aus, Freunde. Es sieht sehr gut aus. Boah, Alter, wird das ja eine... Digga, das wird eine Rundenzeit unter 9 Minuten. Freunde, 8. Ich glaube, das ist mein absoluter Rekord. 8 Minuten 53. Das ist eine solide Zeit, würde ich mal sagen. Das ist wirklich eine solide Zeit. $144.000 gibt es dafür, das ist so krass. Dieses Rennen, damit habe ich auch mein ganzes Geld verdient, mir die ganzen Autos dadurch gekauft, ne? Und EP, Alter, gibt es direkt nochmal ein Level-Up, Alter. Ja. So. Ganz gut in der Zeit. Nochmal ein Chrysler 300 SRT8. Freunde. Damit geht es zu Ende. Das war Let's Play Forza Horizon 3. Ja? Nach über 80 Folgen endet das Let's Play nun an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr neben Forza Horizon 3 jetzt auch Forza Horizon 4 natürlich schon längst. Und auch viele andere Let's Plays und auch Vlogs. Einfach auf meinen Kanal gehen, auf Playlists. Ein bisschen nur durchwühlen. Da findet sich bestimmt irgendwas Nices für euch. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das war Forza Horizon 3. Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Außer die Herausforderungen. Die Meisterschaft meine ich und die Nachtrennen jetzt. Habe ich jetzt aber keine Lust mehr. Wirklich nicht. So, Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Projekt.